Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Beziehung, die Beziehung zwischen Deutschland und Israel, wird immer eine ganz besondere Beziehung bleiben. In den letzten Jahrzehnten ist sie gewachsen. Und sie ist vor allem nicht eine Beziehung allein zwischen den Staaten, sondern sie ist eine Beziehung zwischen den Menschen geworden. Das ist auch in den Beiträgen vorhin deutlich zum Ausdruck gebracht worden. In meinem Wahlkreis liegt das ehemalige Konzentrationslager Dachau. Dort habe ich immer wieder Gelegenheit, Überlebende kennenzulernen. Einer davon ist Abba Naor, der heute in Israel lebt. Wenn er vor 60 Jahren in seinen Pass geschaut hat, in den israelischen Pass, dann stand da, gilt in allen Ländern der Welt, außer Deutschland. Er konnte in alle Teile der Erde reisen, aber nicht zu uns nach Deutschland. Heute steht derselbe Mann in hohem Alter immer wieder vor Schülern in ganz Deutschland. Er erzählt von seinen Erfahrungen, von seinem Leiden. Und er erzählt das nicht, um anzuklagen. Er erzählt das nicht, um den jungen Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern er erzählt das, um für Toleranz zu werben, um für Nächstenliebe zu werben, für Menschenwürde zu werben. Seine Botschaft ist nicht Anklage, sondern seine Botschaft ist Versöhnung und Mahnung, meine Damen und Herren. Ich bin überzeugt davon, dass viele von uns solche Geschichten erzählen können, von Begegnungen mit Zeitzeugen aus dieser Zeit des Nationalsozialismus. Und diese Geschichten, die zeigen, was in diesen Jahrzehnten in unserem Land geschehen ist, was die Menschen hier geleistet haben im Bereich Versöhnung und Mahnung. Und wenn wir jetzt heute und in diesen Tagen an 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel denken, dann müssten wir auch noch ein bisschen weiter zurückdenken, denn das Ganze begann im Jahr 1960, als die beiden großen Staatsmänner Konrad Adenauer und David Ben-Gurion sich die Hand reichten. Das Foto damals, das ging um die Welt und es ging zu Recht um die Welt. Denn das war alles nicht selbstverständlich nach dem, was im deutschen Namen den Juden in der Zeit des Nationalsozialismus angetan wurde. Und es war sicher für jeden der beiden, wahrscheinlich für David Ben-Gurion, noch viel schwieriger, bei seiner Bevölkerung dafür Verständnis zu bekommen. Und er sagte damals, schon bald nach dem Krieg, ihr müsst wissen, sagte er, dass da ein anderes Deutschland entsteht. Ja, meine Kolleginnen und Kollegen, es entstand ein anderes Deutschland. Es entstand ein Deutschland, das sich zu seiner Geschichte und zu seiner Verantwortung aus der Geschichte bekennt. Ein Deutschland, das zu Werten wie Freiheit, Demokratie und Menschenwürde steht. Und ein Deutschland, das aber nicht vergisst, was in der Vergangenheit war. Ein Deutschland, das das Geschehene, das die Shoah immer im Gedächtnis haben wird und dass die Shoah immer zu Deutschland gehört. Auch das gehört zu diesem Deutschland. Und meine Damen und Herren, warum ist das alles geschehen? Es ist vorhin schon gesagt worden, es ist ein großes Wunder, dass wir dieses erleben dürfen, nach all dem, was wir in der Geschichte zu verzeichnen hatten und haben. Heute
arbeiten die beiden Staaten intensiv zusammen im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im Forschungsbereich, im kulturellen Bereich, die vielen Städtepartnerschaften, aber auch zum Beispiel das internationale Parlamentsstipendium des Deutschen Bundestages trägt dazu bei, Jugendliche aus Israel nach Deutschland zu holen und deutschen Jugendlichen die Möglichkeit, auch einige Monate in der Knesset zu verbringen. Das alles ist wirklich ein Wunder. Und es ist möglich geworden, weil zunächst einmal Israel bereit war, die Hand zu reichen. Und es ist möglich geworden, weil Konrad Adenauer selbst unbelastet sich eindeutig zu der Vergangenheit bekannt hat, zur Verantwortung der Vergangenheit bekannt hat und weil er glaubwürdig für dieses neu entstandene Deutschland auch stand. Und, meine Damen und Herren, es ist möglich geworden, diese 50 Jahre wirklich als Erfolgsgeschichte, wie es mein Vorredner bezeichnet hat, auch zu sehen, weil jede Bundesregierung in den vergangenen Jahrzehnten sich dieser Bedeutung der besonderen Beziehungen bewusst war, weil jede Bundesregierung die Beziehungen intensiviert und noch verbessert hat und das schon vorhandene Vertrauen auch immer wieder gestärkt hat. Das gilt es auch in dieser Stunde zu erwähnen. Und aus der Verantwortungskultur, aus der Erinnerungskultur der ersten Jahre ist eine Verantwortungskultur geworden. Was bedeutet das, Verantwortungskultur, jetzt für uns? Es bedeutet meines Erachtens erstens, dass wir nicht schweigen dürfen, wenn die fürchterlichen Gräueltaten des Nationalsozialismus relativiert werden. Dass wir nicht schweigen dürfen, wenn wir in Deutschland, in Europa oder sonst wo auf der Welt wieder antisemitische Tendenzen erkennen. Für uns muss gelten, Antisemitismus, Rassismus, Abgrenzung, Ausgrenzung, Diskriminierung, all das darf in Deutschland, darf in Europa, darf in der Welt keinen Platz haben. Und zweitens, Verantwortungskultur bedeutet auch, das Erinnern wachzuhalten, auch in einer Zeit, in der die Zeitzeugen immer weniger werden und vielleicht eines Tages gar nicht mehr vorhanden sind. Diese Arbeit leisten meines Erachtens in hervorragender Weise die Gedenkstätten. Es wird aber auch geleistet, und auch das will ich nicht unerwähnt lassen, von Schriftstellern in Büchern, aber auch in einer ganzen Reihe von Filmen. Und auch wir sind gefordert, dieses wachzuhalten mit Diskussionen und mit Förderung der Menschen, die professionell diese Arbeit für uns leisten. Auch das gehört dazu. Und drittens bedeutet diese Verantwortungskultur aber auch einen offenen Dialog mit Israel über all die aktuellen Fragen. Es wurde vorhin schon angesprochen. Und es bedeutet auch, gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass in der Region, wo die Menschen immer wieder mit Ängsten und Schrecken zu tun haben, dass in dieser Region auch Frieden einkehrt. Da gibt es keine Patentlösung. Für uns ist aber klar, und für mich gilt ganz wesentlich, das Existenzrecht, die Sicherheit Israels, die ist für uns nicht verhandelbar, so wie es die Bundeskanzlerin, so wie es die bisherigen Bundesregierungen auch immer zum Ausdruck gebracht haben. Und viertens bedeutet diese Verantwortungskultur aber auch, dass wir jüdisches Leben in Deutschland nicht nur zulassen, sondern dass wir dieses auch, wo immer es möglich ist, fördern. Jüdisches Leben
Das gehört zu unserer kulturellen Identität und das bereichert unser Leben. Auch das gehört zur Verantwortungskultur. Und das alles, meine Damen und Herren, das ist möglich, weil wir ein gemeinsames Wertefundament haben. Ein Wertefundament, das da lautet, für Freiheit, für Demokratie, für die Wahrung der Menschenrechte und Menschenwürde. Und zwar egal, woher die Menschen kommen, egal, welches Geschlecht sie haben, welchen Glauben sie haben. Jeder von ihnen, jede von ihnen hat das Recht auf eine Menschenwürde, wie wir sie verstehen. Und meine Damen und Herren, 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, das ist ein Glücksfall. Das ist in der Entwicklung der Jahrzehnte eine Erfolgsgeschichte für uns. Geprägt sind diese Beziehungen von der Verantwortung für die Vergangenheit. Geprägt sind sie von einer gelebten Solidarität und einem gegenseitigen Vertrauen. Und geprägt sind sie von unseren gemeinsamen Werten. Und ich denke, wir sind aufgefordert, in diesem Geist diese einzigartigen Beziehungen auch künftig zu pflegen. Vielen Dank, Frau Hasselfeld. Sie haben am Ende sicher 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen gemeint. Es war Frankreich, aber es gab eine Irritation, aber ich interpretiere sie jetzt einfach in diesem Sinn. Next.